So, herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Vielleicht für den einen oder anderen ein lang ersehntes Video, denn heute schauen wir uns den ominösen Autoflex-Schaft an mit der Korean Hidden Technology. Ja, über den Schaft hat man in der letzten Zeit schon einiges gehört. Er ist nicht nur vom Aussehen sehr, sehr speziell, sondern auch das, was dahinter stecken soll. Es ist natürlich hidden, also keiner weiß so recht, was es besonders machen soll. Der Hersteller verspricht Folgendes. Also es ist ein sehr, sehr weicher Schaft. Also er ist sehr, sehr biegsam. Er ist ausgelegt für etwas längere Schäfte. Also wir haben jetzt hier auch fast 46 Inch und auf ein leichteres Kopf- und Gesamtgewicht. Das heißt, Schwunggewicht haben wir jetzt hier mit dem Stealth D2 ungefähr. Der Schaft wiegt 50 Gramm, so um den Dreh. Das ist jetzt der Stiff-Schaft, den gibt es in verschiedenen Gewichts- und Flexes. Es gibt da noch einen X-Stiff und einen XX-Stiff. Der Stiff wird jetzt empfohlen, so eher so für so 90 bis 100 Meilen Clubhead-Speed. Ist jetzt ein bisschen niedriger als das, was Jonas und ich schwingen würden, sage ich mal jetzt in Realität. Das heißt, wir versuchen jetzt hier im Test auch, uns ja dem Ganzen gerecht zu werden und uns in diesem Bereich zu bewegen. Genau, den Schaft hat uns ein sehr guter Kunde geschickt, also auch dafür vielen Dank, ja. Der Flo. Wir haben schon immer recht viel von dem Schaft gehört. Es gibt da Kunden, die sowas kaufen. Man muss wissen, dass der Schaft sehr viel Geld kostet, deshalb haben wir ihn nicht in der Matrix. Also da sprechen wir ja zwischen 800 und 1000 Euro und wir können halt da nicht jetzt 5 Schäfte aufnehmen oder so. Das würde jetzt nicht gehen, vor allen Dingen, weil halt die Kundengruppe, denen es das wert ist, einfach nicht so groß ist. Aber wir haben den Händler, wir wissen oder wir würden auch so Schäfte bekommen. Und hier geht es halt ganz klar eigentlich nur um Geschwindigkeit, also wie schnell schwinge ich, und dann gibt Autoflex vor, diesen oder diesen oder diesen Schaft. So läuft eigentlich das Ganze immer ab. Genau, und was diesen Schaft eben besonders machen soll, ist die Tatsache, dass er sehr, sehr weich ist und man diesen Peitschen-Effekt hat, aber ohne dass er zu viel dynamischen Luft generiert. Also einen leichten und weichen Schaft zu verbauen, ist ja keine Kunst. Mit genau. Dem kann man auch mehr Kick generieren, aber das Problem ist halt eben, dass er meistens dann zu viel dynamischen Loft generiert, dann haben wir zu viel Spin, zu hohen Launch, also das Spin-Loft passt nicht mehr, man verliert an Länge, obwohl man an Geschwindigkeit gewinnt, und das soll mit diesem Schaft eben nicht so sein. Er ist vom Schaftprofil, wenn man sich den analysiert, ist er gar nicht so besonders, also es gibt auch andere Schäfte, die wesentlich günstiger sind, die das gleiche Profil haben, aber eben diese Hidden Technology, die genau das bewirken soll, ist eben, sagen wir mal, das, wofür man am Ende bezahlt. Genau, und wir, bevor wir da lange über Technik reden, wir testen das Ganze lieber aus, und deshalb probiere ich einfach, ja, so 95 Meilen zu schwingen und mal schauen dann das Ganze gegenüber von einem Honma, auch 46 Inch Driver, 50 Gramm S, also ungefähr gleich. Das Problem ist, wir können es halt jetzt nicht ganz genau gleich machen, denn unsere Schäfte haben 45 Inch, der hat 46. Das wäre einfach dann unfair, wenn wir das mit einem anderen Schaft machen würden. Genau, aber der T-World kommt dem am nächsten, deswegen ja. Lassen wir auch den gegen den Autoflex antreten. Okay, dann starten wir nochmal. Gut, also erster Eindruck. Auf jeden Fall mal für mich jetzt nicht der passende Griff drauf, aber der Griff macht Sinn, also der hat nur 47 Gramm. Langer Schaft, ich finde extrem weich. Also ja. Gefühlt ist es wirklich wie ein A-Flex. Gut, aber ich werde jetzt trotzdem mit 95 Meilen mal schwingen. Okay, Launch ist niedrig, den habe ich jetzt etwas zugemacht. Dann machen wir mal ein paar Schläge. Fühlt sich aber gar nicht so weich an, also das Feedback ist eher direkt. Ja, besser. Ja.
Und Länge, na, das ist schon gut. Also mit, gut, das waren jetzt 98 Meilen. 230 Carry, das ist schon nicht schlecht. Ja, auch 2000 Backspin, 16 Grad dynamischer Loft. Vom Lounge sind wir da ein bisschen auf der flachen Seite noch unterwegs. Ja, ich habe auch einen 9-Grad-Driver, also das kann man auch ändern. Ja, interessant. Ja, also gefühlt ist da schon so ein bisschen so ein Kick da. Also ich finde den Schaft schon ganz cool. Gut, 99 Meilen, ich bin schon an der Grenze immer. Es ist für mich ja schwierig, langsamer zu schwingen. Und gefühlt ist der schon da, aber er ist ganz, also fühlt sich schon ein bisschen verrückt an, weil er halt so weich ist, aber gleichzeitig im Treffmoment eher hart. Ah, der war jetzt, glaube ich, zu schnell. Aber die Ergebnisse sind gut. Ich meine, die 46 Inch, ich spiele das ja gerne. Ich spiele gerne so lange Schäfte. Aber Wahnsinn ist, dass dann der Spin so niedrig bleibt. Ich meine, ich schwinge den jetzt wirklich mit 100 Meilen und wir sind noch bei 2,6 bei so einem Ja, leichten und und das, dass weichen der jetzt auch Schaft. so offen war, Ja. leicht. Gut, der war jetzt zugemacht. Also Lounge ist, obwohl der Schaft so lang ist und auch so leicht, einfach sehr, sehr niedrig. Backspin ist niedrig. Schaft ist weich, aber im Gefühl oder im Treffmoment eher direkt und etwas härter. Zahlen sind meiner Meinung nach echt gut. Also, das ist echt gut. Okay, dann wechseln wir nochmal. Okay, dann schauen wir uns doch das gleiche mal an mit 50 Gramm S. Den T-World, der ist jetzt also etwas härter, finde ich. Hat aber auch fast 46 Inch, 9 Grad, also ein ähnlicher Driver. Okay, der war jetzt offen, aber man sieht direkt, wie der in die Luft geht. Von so einem klassischen 50 Gramm Schaft heute, Ja, was der heute so macht. das sind wir jetzt auch wieder bei 3000 Backspin, 20 Loft. Klar, der war jetzt Der war jetzt gut offen, ja. geöffnet. Ja, ich versuche halt diese 95 Meilen zu schwingen, ist gar nicht so einfach. Der war besser. Ja. Ja, also kommt mir jetzt vielleicht so ein Tick kürzer vor. 94 Meilen. Gut, Spin war jetzt auch nicht hoch. Das ist halt bei 94 Meilen. 9 Grad ist niedrig. Aber ich bin gespannt aufs Ergebnis. Also vom Feedback her ist halt der Autoflex deutlich weicher, aber launcht halt auch niedriger, finde ich. Ja. Ja, gut, der war jetzt zugemacht. Gut, also wir wollen uns jetzt gar nicht zu sehr auf den Zahlen oder an den Zahlen aufhängen, weil es ja ehrlicherweise auch sehr schwierig zu vergleichen ist. Also wir haben halt zwei verschiedene Köpfe. Wir haben zwar versucht, so das, ich sag mal, das zu nehmen, was halt am besten miteinander vergleichbar ist. Aber was wir definitiv sehen, ist, dass wir eben im Autoflex vom dynamischen Loft her und vom Launch entsprechend Ja. sehr, sehr viel flacher unterwegs waren. Du hast mit dem Autoflex, ja, die 2 Meilen schneller ist jetzt auch nicht die Welt. Du hast ein bisschen mehr Efficiency, du hast den Autoflex ein bisschen besser getroffen. Aber was ich halt eigentlich das Spannende finde, ist halt, dass man vom Autoflex einfach doch deutlich einen flacheren Launch sehen, recht wenig dynamischen Loft für so einen
50, für so einen weichen 50 Gramm Schaft. Deswegen sind wir vom Spinfenster auch bei so 2000, was jetzt in dieser Schlägerkopfgeschwindigkeit nicht perfekt ist. Also das wäre jetzt nicht der Schaft, den ich dir jetzt im Fitting in die Hand drücken würde, weil wir halt vom Launch her und vom Spin eher auf der sehr, sehr niedrigen Seite sind. Genau, eine wichtige Frage ist vielleicht auch noch, ist es das Ganze wert oder so? Wer kauft sowas auch? Ich glaube, dass das Profil relativ einzigartig ist. Also ich wüsste jetzt nicht, sowas Ähnliches, was so funktioniert wie jetzt das. Und deshalb hat es, glaube ich, schon eine Daseinsberechtigung. Ist es das Ganze wert? Ich glaube, da müssen wir, das muss man selber mal mit seiner Geschwindigkeit testen. Aber es ist auf jeden Fall ein interessantes Konzept, finde ich. Der Preis ist die eine Sache, aber trotzdem ein Konzept, was wirklich auf Länge, auf wenig Spin, auf wenig Lounge ausgeht. Vielleicht auch jemand, der Probleme hat bei so längeren Schäften mit der Höhe, dass man einfach zu hoch kommt, ohne dass man, das Problem ist ja auch immer, wo findet man dann den 50 Gramm Schaft, der richtig hart ist? Also ja. Acra TZ5 vielleicht. Den gibt es in richtig, richtig hart, aber ansonsten gibt es wenig Schäfte, die so hart sind, aber gleichzeitig leicht sind und die man lang bauen kann. Also es ist was Spezielles, aber ich finde, es hat was. Also wir sind ja immer am Überlegen, ob wir sowas in die Matrix aufnehmen, aber es muss halt auch Kunden dafür geben. Ja, genau. Vielleicht einfach mal auch Feedback, wenn jemand anders den schon mal gespielt hat oder ja, würde uns sehr interessieren, was ihr darüber denkt. Genau, also sehr, sehr spezieller Schaft. Er wäre aber für unsere Matrix, sage ich mal, wenn man jetzt den Preis mal außen vor lässt, wäre er eine sehr, sehr gute Ergänzung, weil es eben diese Spieler gibt, diese leichten Schäfte haben möchten und die vielleicht auch Launch und Spin drücken möchten, die wirklich damit vielleicht auch ein bisschen mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit rausholen können. Das muss man halt in einem Fitting dann immer sehen. Deswegen, ich weiß jetzt nicht, ob ich den ungefittet mir einfach mal rauslassen würde, ist riskant. Ja. Kann man machen, wenn es egal ist, sage ich mal, aber ob es jetzt das beste Investment ist, ist genau. Und die Frage ist halt, wenn sowas in die Matrix kommt, ist wirklich jemand bereit, 1300 Euro, 1400 Euro für einen Treiber zu zahlen? Ja. Ist dann wirklich schon viel Geld für einen Schläger? Aber es gibt bestimmt Kunden, trotzdem bei uns, wir müssen immer schauen, dass wir das Ganze auch einigermaßen wirtschaftlich halten, und ja, die Verfügbarkeit und alles muss passen, aber wir haben da, wie gesagt, einen Händler und die gehen halt sehr auf Geschwindigkeit und wir gehen halt sehr auf Fitting und achten jetzt gar nicht so, wann, wo ein Schaft auf Geschwindigkeit passt, sondern eher, was der Simulator sagt. Genau, wichtig ist auch, dass er ordentlich gebaut werden muss, weil das der Griff, man, ja. Griff eher auf der leichteren Seite, Schaft eher auf der längeren Seite, ja. Kopfgewicht eher leichter und dass man vom Schwunggewicht in dem Bereich ist, also selbst jetzt bei dem Doppel-X, also der ja für 115 Meilen zum Beispiel auch geht, da sollte man auch nicht mit D6 zum Beispiel als Schwunggewicht daherkommen. Ja. Also da, ich würde den jetzt auch nur von dem Profi wirklich so bauen lassen. Und was mir vielleicht auch noch so aufgefallen ist, ist die Dispersion. Gut, die ist jetzt bei uns, beim Ergebnis war die relativ gering, also die Genauigkeit. Aber draußen könnte ich mir schon vorstellen, also bei dem Flex, dass das Ganze ja einfach von der Dispersion schon höher sein könnte, muss man draußen probieren. Ja, ja gut, das war's mit dem Test. Wie gesagt, vielen Dank an den Flo für das Ausleihen von dem Schaft, sehr guter Kunde von uns und wir schicken den dann auch jetzt die Tage wieder zurück. Genau, Dankeschön. Und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ja, ciao. Ciao.